Russland hat das weltweit erste schwimmende Atomkraftwerk der Öffentlichkeit vorgestellt. Das Schiff ging am Mittag im Hafen von Murmansk vor Anker, wo die Anlage mit nuklearem Brennstoff befüllt werden soll. Das Kraftwerk soll vor allem Bohrinseln mit Energie versorgen. Umweltschützer kritisieren das Projekt als riskant. Russland dringt bei der Gewinnung von Öl und Gas derzeit weiter in die Arktis vor. Stolz präsentiert der Moderator Russlands erstes schwimmendes Atomkraftwerk. Eingeweiht heute im Hafen von Murmansk. Dort wird die 21.000 Tonnen schwere Akademik Lomonossow mit Brennstoff befüllt und dann etwa 4.600 Kilometer östlich an ihren Standort Bevek, die nördlichste Stadt Russlands, verlegt. Dort soll die schwimmende Anlage mit ihren zwei kleinen Reaktoren vor allem russische Bohrinseln und bis zu 200.000 Menschen mit Energie versorgen. So hofft Russland, immer tiefer in den arktischen Raum vorzudringen, um sich neue Gas- und Ölvorkommen zu erschließen. Viel zu riskant, klagt Greenpeace und warnt vor einem Störfall auf dem Eis. Obwohl es sich um kleine Reaktoren handelt, hat die Umweltorganisation gegen das Vorhaben protestiert. Ein möglicher Störfall könnte das nördliche Ökosystem und alle angrenzenden in Mitleidenschaft ziehen. Die nördlichen Ökosysteme erholen sich ohnehin nur sehr langsam. Außerdem könnten sich nun Staaten kleine Atomkraftwerke anschaffen, die sich das bislang nicht leisten konnten, warnen Umweltschützer. Trotz der Kritik an Kernenergie setzt Russland weiterhin auf Atomkraft. Mit dem schwimmenden Mini-Meiler begibt sich Russland in neues, nicht erprobtes Gebiet und hofft auf neue Absatzmärkte für diese Technologie.